Lass sie reichen mit dir. Oh, dass die kleinen Dinge reichen. Oh, dass sie reichen mit dir. Stimmt, Intro. Intro für Vlog Nummer 12, meine Damen und Herren. Wir sind hier gerade in Berlin immer noch. Oh, ich habe jetzt eine Pflanze laufen gemacht. Und spielen ein kleines Konzert für Tom Hilfiger. Oder gesagt, proben gerade. Soundcheck, proben. Und dann ist morgen das Live-Konzert. Viel ist am Start, Tontechniker, Bömbel, also Benny und Mester, Manu. Sind beide am Start. Und Film tut Marvin. Eigentlich auch das Schönste, was man so sehen kann, dass halt die Musik so viel verbinden kann. Das war ein Interview für Drehklick. Drehklick? Drehklick. Interview für Drehklick. Das ist für Drehklick. Oh Mann! Okay, und let's go. Hi Leute, hier ist Vincent Weiss und gleich geht es los. Ihr seht mich live im Konzert für Tom Hilfiger. Die Kamera, also der Kran fährt dann halt zurück, während das so zack, zack, zack aufgeht. Der Kran macht dann das Bild so auf. Ob es da nicht Sinn macht, dass du hinter dem Mikrofon schon stehst. Oder ob man nicht wirklich einfach wirklich so. Das, das ja, Ding, ja. Und dann geht er danach erst, dass er in so 1 Sekunden versetzt. Ja, das ist so aufnehmen. Depressionen, die ich hatte und dass ich zur Therapie gegangen bin, halt auch so ein Punkt, warum sollte ich das abstreiten oder mich oder da drum rumwinden, weil es gibt genügend Leute, die sich nicht trauen, sich Hilfe zu holen, weil sie denken, dass es ein Zeichen von Schwäche ist und alleine was nicht schaffen. Und wenn man Hilfe braucht, sich Hilfe nehmen sollen, das ist kein Zeichen von Schwäche ist, aber du sagst schon richtig Tabuthemen, schade, dass es ein Tabuthema ist oder irgendwie so noch behandelt wird. Ich bin einfach dafür, dass man da ein bisschen dagegen angehen sollte und Tabuthemen streichen sollte und dass es halt einfach Themen sind, keine Tabuthemen, sondern Themen, die einen bedrücken und über die man quatschen sollte. Wir haben heute Abend ein kleines Live-Konzert in Berlin mit Tom Hilfiger und davor ein paar Interviews. Und zwar bei wunderschönstem Wetter endlich mal draußen, endlich mal ein bisschen die Sonne genießen. Ich stehe zwar gerade im Schatten für die Kamera, aber herrlich mal draußen zu arbeiten. Kleines Interview mit ARD Brisant und dann geht's zum Konzert. Also bis gleich. Hier ist quasi Backstage vor dem Konzert von Tom Hilfiger. Hier gibt es noch einmal Essen. Und dann geht's in einer Stunde los mit dem Konzert in dem Q&A. Hier ist so Schminken und sowas, Haare, Make-up. Fertig. Und los geht's. Gut. Oh, my God.
Hallöchen. Danke. Wie oft habt ihr jetzt oh mein Gott gesagt? Nee, ich schwitze. Ich auch. Ausgeschaut. Das sind einfach nur, dass es für euch nicht war. Vincent Weiß von der Bühne, jetzt hier zu mir. Und jetzt nochmal Lärm, nochmal anrufen. Hallöchen. Achso, Hallöchen, so rum. Schönen guten Tag. Oh Gott, das gibt ihr so schnell durch. Es sind ja so viele Leute. Eine Heinz-Ketchup-Flasche im Bild. Teddys, alles. Alles dabei. Sehr schön. So Teddys, die winken. Hallöchen. Okay, wie viele Leute sind jetzt noch dabei? Warte mal, 16 plus 24 plus 23 plus 41. Okay, hallo! Das ist ja mal ein Sammel-Zoom-Meeting hier. Okay, Leute, ich höre euch jetzt und sehe euch jetzt. Das ist echt, das ist geil. Geil. Und alle quatschen durcheinander. Okay, Nathalie? Nathalie! Psst, Reisegruppe Weiß, psst. Nathalie, die Frage. Einmal alle nochmal leise. Wo ist denn Nathalie? Nathalie, wink mal. Ist das Nathalie? Ah, Nathalie. Aber du, Nathalie, ja, du bist aber stumm gestellt. Also eigentlich will ich nur noch sowas machen. Können wir das den ganzen Abend machen? Cheers. Wir hatten gerade noch ein Zoom-Meeting. Mit allen Fans. Geil. Finde ich gut. Kein Wetter. Ja, ich habe nur einen Schluck. Willst du den Rest? Ja. Cheers. Cheers. Achso, warte, komm. Dürfen noch Cheers. Vielen Dank. Cheers. Noch ein Bild. Also das ist jetzt halt nur von dem, was wir haben. Sowas könnten wir halt jetzt aufnehmen, dass es vernünftig matchen würde. Warum bin ich hier und nicht mehr bei mir? Hab ich mich verirrt? Ich schau doch vor dir. Sag, was ist passiert? Das alles in mir. Vielleicht ist es, seitdem ich alles hier erreicht hab. Denn dir reicht man nicht erreichbar. Und deshalb fühle ich mich so einsam. Und darum ist dieser scheiß Winter in mir. Das ist der Grund, dass ich hier immer noch fehl. Sonne, sie scheint nur nicht in mich rein. Was mache ich nur falsch? Stativ, was ist das? Das ist mal umbauen, ist ja. Das ist my kind of Stativ. Mann, ey, wenn ich Scheiße hier sauber mache. Jedes Mal das gleiche mit diesen Künstlern, ey. Ah ja, schon diese Linse, ne? Eine Linse, ne? Ich dachte mir, ich mache zu wenig Sport. Und es ist Zeit, deswegen gehe ich mir so aufs Laufband. In der Arktis. Nee, wir drehen jetzt gerade Winter. Und da wollen jetzt gleich anfangen. Es ist 20 Uhr, wir haben jetzt ein Musikvideo gedreht. Wir sind um 7 aufgestanden. Um 2 schlafen dann. Drehen jetzt seit. Weiß ich nicht. Aber eigentlich ist alles wie immer. Es ist ein langer Tag. Aber eigentlich wollte ich dahin fliegen. Aber man hatte so lange Quarantänezeiten, das konnte ich mir zeitlich nicht leisten, deswegen holen wir die Arktis nach Deutschland. Es wird kalt. Du wirst am Anfang die Kante im Gesicht, genau, uiuiui. Und dann kommst du richtig schön mit dem Licht rein und... Ja, Mann. Genau. Okay, nochmal 1,55. Warum
Ah. Okay. Ich muss auf Maras Level kommen. Ah, das ist so geil! Ich hab mir in die Hand geschissen. Wie das in der Hand so wird, damit will Marvin mich komplett überkippen, übergießen. Dass mein ganzer Körper voll Öl ist. Das klingt ein schlechter Fetisch auf jeden Fall. Aber so vom Bauch. Okay. Okay. Ach, da bist du ja. Perfekt. Stimmt. Oh Gott. Denn jeder ist mir nicht erreichbar. Und deshalb fühle ich mich so einsam. Und darum ist dieser scheiß Winter in mir. Das ist der Grund, dass ich hier immer noch bin. Nee, ist das aber schon Vlogende? Ja. Also viel Spaß mit dem Video. Ach, das Video schon gesehen vielleicht. Viel Spaß mit dem Video. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Video. Ja gut. Also, ich würde sagen, das wird die Vlog-Beendung. Ich mache mich sauber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Warum ist schon wieder Winter?